Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Video. Ich habe eben zwei Unboxings gemacht zu dem Devolo 1200 Wi-Fi. Einmal habe ich das Starter-Set mit euch ausgepackt und einmal ein einzelnes Gerät. Zu diesem einzelnen Gerät werde ich logischerweise nicht extra einen Hardware-Check machen oder ein Hardware-Video machen. Das werden wir hier gleich mit abarbeiten, weil ein und dasselbe ist. Ja, ich werde euch dafür mal runter machen, dass ihr ein bisschen was mehr seht. Ich werde mal die Kabel hier wegpacken und die Bedienungsanleitung, ja, die brauchen wir noch, sicherheitshalber. So, und jetzt einfach mal da die Anleitung weg. Wir haben hier einmal ein Kabel mit bei, das werde ich als erstes mit euch mal angucken. Das werde ich auch gleich ausgepackt lassen, weil das brauche ich ja gleich, um mein Gerät mit der Fritzbox zu verbinden. So. Ja, von der Länge her ein bisschen über eine Armbreite, also ausgestreckte Arme, ist sehr dick. Ja, ist wirklich sehr dick, ist ein UTP CAT.5E 100 MHz 24 AWGX4P Patch ISO IEC. Oh, ja, das glaube ich, das reicht. So, und dann werden wir uns jetzt mal dieses Gerät hier als erstes vornehmen. Und zwar ist das das Gerät, was in die Steckdose an der Fritzbox bzw. Telekom Router bzw. Arcor Router oder sonst was dergleichen eingesteckt wird. Und da brauchen wir eigentlich nur den Stromkabel verbinden. Ja, der unterscheidet sich jetzt, ich weiß jetzt nicht wie bei AVM ist, ob die sich jetzt hier in der 1200er Serie auch untereinander unterscheiden von der Größe her. Die 500er Serie von AVM, die ich schon getestet habe für euch, die sind alle gleich. Also da gibt es keinen Unterschied zwischen dem Mastergerät und dem Hauptgerät. Das ist jetzt hier, weil das halt auch WLAN hat. Ja? Wir haben hier nicht nur einmal Strom, also einmal Internet, was rausgeht. Nein, wir haben zweimal Internet und natürlich haben wir hier WLAN. Weil ich habe extra deswegen nachgefragt, um euch das auch zu zeigen, weil viele sich ja ihr Heimnetzwerk im Haushalt erweitern wollen. Und es wäre doch Schwachsinn, ich mache mal wieder so hoch, ist ein bisschen freundlicher, wenn ich euch dabei angucke, wäre doch Schwachsinn, wenn wir uns sowas holen, weil da gibt es einmal die mit Wi-Fi die Version und einmal die Version ohne Wi-Fi. Es wäre doch Schwachsinn, sich die Version ohne Wi-Fi zu holen und dann noch einen Wi-Fi-Repeater extra zu kaufen und hier vielleicht noch einen Wi-Fi-Repeater ranzuschließen, um sein ran und dann hier das Wi-Fi-Signal hier im Wohnzimmer noch verstärken oder dass es hier überhaupt ankommt oder was weiß ich. Da werdet doch, ist es doch besser, wenn man sich sowas holt und dann geht es hier rein, hier aus der Steckdose kommt es raus und dann haben wir hier Wi-Fi und wir haben dann praktisch unser Wi-Fi-Netz dementsprechend erweitert. So, jetzt haben wir uns das Gerät mal angeguckt. Das, wie gesagt, wir haben festgestellt, dass das jetzt kleiner ist als die erweiterte Version, also die im Wohnzimmer rankommt. Die werden wir uns jetzt auch nochmal angucken, werden hier erstmal vom Strom, vom Papier befreien. Ich werde auch beide vom Papier befreien, logischerweise. Also hier muss jetzt eine Folie drum. So. Ich weiß jetzt gar nicht, welche war. Ich glaube, das ist die, die gleich mit bei war. Die muss ich mir nämlich mal beiseite packen. Hätte ich mir mal notieren sollen. Weil die wird auf jeden Fall kompatibel sein und die andere muss ich ja erstmal einbinden. So. Und wie ihr seht, die beiden sind wirklich exakt die gleichen. Seht ihr praktisch hier unten die beiden Schalter. Ja, wir können auch, warte, muss ich hier und
hier so zudecken, dass ihr die WLAN-Schlüssel nicht seht. Auch dort ist alles identisch. Die Schrauben sind an der gleichen Seite, an den gleichen Stellen meine ich. Auch unten ist alles gleich mit den Aufklebern. Ja, wir haben auch CE geprüft und wir haben auch hier die Tonne. Das habe ich euch ja schon erklärt im Unboxing. Von der Seite sehen sie beide identisch aus. Von der Seite logischerweise auch. Und hier unten haben sie jeweils zweimal LAN-Kabel. So. Dann würde ich sagen, ist das jetzt erstmal gewesen für die Hardware. Sie sieht auch, ich werde mit euch jetzt noch hier so die Verarbeitung durchgehen, aber dass ihr euch schon drauf gefasst machen könnt, dass es jetzt soweit schon mal ist. Wir werden nämlich gleich dann anfangen anzuschließen. Die Volo Cockpit App. Ja, die muss ich mir dann noch runterladen. Ja, ich werde mal gucken, was die Cockpit App überhaupt ist von Devolo. Und da werde ich dann vielleicht noch mal ein extra Video zur Cockpit App machen und euch die Cockpit App vorstellen. So, aber okay. Es ist unterstützt Microsoft Windows 8 32/64 Bit, Microsoft Windows 7 32/64 Bit, Microsoft Windows 32 Vista 32/64 Bit, Mac OS X und Linux. So, die Verarbeitung habe ich ja eben schon durch die ganze Anfasserei schon mitgekriegt. Also es ist keine scharfe Kante zu sehen und sieht auch sehr gut aus. Also vom Optischen gefällt es mir. Ist klein, unauffällig, wenn man weiße Tapete hat, fällt es kaum auf, weil es halt auch dementsprechend was länger ist. Und dann haben wir halt hier noch den WLAN-Schalter und den Home-Schalter. Ich bin da mal voll gespannt, wie das Ding ist. Ich glaube doch, bei AVM, da war bei der ersten Version, bei der 500er, die ich habe, da war auch bei diesen Erweiterungen, war da ein Stück CAT-Kabel mit bei. Aber da werde ich heute noch mal eine Stadt mir ein CAT-Kabel holen, was für Gigabit ausgelegt ist. Weil ich glaube, die CAT-Kabel, die ich habe, sind nicht wirklich für Gigabit ausgelegt. Da gibt es noch was Besseres, die noch ein bisschen besser geschirmt sind, ein bisschen schneller zu nuckeln. So, dann soll es jetzt dit erstmal gewesen sein. Ich verabschiede mich, wir sehen uns gleich im Hardware-Video, Hardware-Check-Video, sorry, wo wir das alles mal anschließen werden und uns angucken werden, ob das auch so funktioniert, wie es funktionieren soll und ob wir das alles beim ersten Mal hinbekommen. Bis dahin verabschiede ich mich erstmal. Ahoi, sagt euer Odin.